Hallo. 2 Minuten zu spät, aber gar nicht schlimm. Hallöchen. Bin hier noch am Sortieren und am Sammeln. Hallo, Lauren. Ich habe mir gerade schon alles zurecht. Einmal Wasser, meine Pinsel. Hallo Katharina, hallo. Mal kurz was testen hier. Ich muss meine Vibration noch ausmachen. Sonst fängt das hier wieder an zu brummen, falls irgendjemand was von mir will. Wir malen heute Sukkulenten. Mit Brushpens, wenn jemand keine Brushpens hat, gerne auch Aquarellfarben. Ihr seht hier schon meine beiden Beispiele. Ich habe sie vorhin mal zeitlich getestet. Rein theoretisch würden wir beide schaffen. Aber wir schauen mal, was die Zeit uns hergibt. Fangen wir mit so ein bisschen Blabla an. Wer jetzt hier gern, wer jetzt zusieht oder auch später nachschaut. Und hier auch eins der Bilder, beide der Bilder mit in die Tat umsetzt und es gerne posten möchte, kann gerne meinen Hashtag verwenden. Würde ich mich sehr freuen, wenn, oder ihr könnt mich auch gerne verlinken. Dann kann ich mir das anschauen. Wenn ihr das gerne möchtet. was gibt es noch zu sagen? Wir können ja mal gleich zum Material kommen, was wir brauchen. Ich habe mir hier schon so ein bisschen zurechtgeschnitten Aquarellpapier. Ich benutze das von Wang. Das ist Universalpapier. Das ist für Aquarell, Gouache und Acryl geeignet. Das ist jetzt so ungefähr. Was sind denn das jetzt? Ein bisschen größer als Postkartengröße. Dann habe ich mir zwei Pinsel zurechtgelegt. Dadurch, dass die Motive recht klein sind, also die Motive an und für sich gehen ja, die sind eine normale Größe, aber es ist doch schon eine recht filigrane Arbeit. Und deswegen habe ich mir zwei Pinsel, einmal die Größe 2 und die Größe 0. Größer brauchen wir es eigentlich nicht. Dann habe ich noch einen Bleistift zum Vorzeichnen. Und dann habe ich hier Brushpins von Karin. Ich habe für das Bild hier oben die beiden benutzt. Einmal Burgundi und einmal Lushgrün. Lushgrün. Ich habe gerade Besuch auf dem Schreibtisch bekommen. Und für das Motiv hier unten habe ich sogar 5 Farben verwendet. Da habe ich einmal das Olivgrün und Gold. Für den Topf habe ich benutzt Lipstick Red. Der Topf, also ihr könnt ja auch Farben nutzen, die ihr gerne möchtet. Und für die Erde hier drin habe ich einmal Kakao, Cocoa und Sandstone benutzt. Wenn ihr zwischendurch Fragen habt, dann raus damit. Ich werde mein Bestes geben, euch hier Schritt für Schritt mitzunehmen. Und auch immer wieder versuchen, zwischendurch hier raufzusehen. Für die, die sich später ansehen, die werden wahrscheinlich, also die sind mein Profil über Instagram TV anschauen. Die werden nicht sehen, auf welche Fragen ich reagiere. Ich versuche sie dann aber vorzulesen und sie zu beantworten. Weil, wenn ich das Video speichere, werden die Kommentare, also diese ganze Kommentarleiste wird nicht mit runtergeladen quasi. Ist also nur das reine Video. Und ja.
Wollen wir noch was? Wasser? Dann habe ich hier noch so einen Schmierlappen. Genau. Ja, dann können wir eigentlich quasi schon anfangen. Ich würde mit der Sukkulente im Topf anfangen. Die sieht über das Display irgendwie noch viel schöner aus als in echt. Aber mit der würde ich jetzt anfangen. Das heißt, wir brauchen mehrere Farben. Ihr braucht einen, unabhängig jetzt von den Farben, die ich hier rausgesucht habe, einen Grünton für die Sukkulente und eine andere Farbe für die Spitzen. Es kann auch ein anderer Grünton für die Spitzen sein. Es müssen jetzt nicht unbedingt, muss jetzt nicht unbedingt eine farbige, also keine andere Farbe sein. Wie gesagt, ich habe hier jetzt Gold verwendet, so heißt die Farbe. Also ist jetzt kein richtiges Gold an und für sich. Ihr könnt dort auch wie bei der einen rötlichen Ton benutzen oder vielleicht sogar einen bläulichen oder violetten. Also das könnt ihr euch gerne selber aussuchen. Für die Erde natürlich einen Braunton und für den Topf, den könnt ihr ja auch länger machen, also höher oder breiter, wie ihr das gerne möchtet. Genau. So, ich lasse das mal hier oben. Wo lege ich das hin? Ich lasse das mal hier oben als Vorlage quasi liegen, dass ihr da auch immer mit drauf gucken könnt. Und ich werde hier unten, jetzt muss ich mich kurz ein bisschen sortieren. Genau, also ihr habt hier oben noch eine kleine Vorlage, auf die ihr mal drauf gucken könnt. Ich gebe mir Mühe, dass ihr auch alles mit sehen könnt auf dem Bildschirm. Ihr werdet meine Skizze jetzt vielleicht nicht ganz so doll sehen. Es ist jetzt auch hier bei uns gerade ein bisschen dunkel geworden, weil das Wetter ein bisschen umschlägt. Ich glaube, das ist ganz Deutschland so. Und ich weiß, bestimmt einige Teile in Deutschland regnet es bestimmt schon. Aber bei uns soll es erst morgen anfangen. Aber trotzdem zieht es sich schon zu. Ich werde zwischendurch mein Bild immer wieder ranholen, dass ihr die Skizze sehen könnt. Aber wie gesagt, ihr seht ja hier oben schon das fertige Bild. Ich fange bei der Skizze mit der Sukkulente an, nicht mit dem Topf. Der Topf, der kommt dann quasi, den Topf passe ich der Sukkulente quasi an. Und zwar fange ich direkt auch hier vorne an. Also ich weiß nicht, ob man das vielleicht erkennt, aber das ist einer mit der größten Blätter, ne? Das, was direkt auch vorne drauf ist. Es muss auch gar nicht akkurat sein. Keine Pflanze ist akkurat. Also ich denke, das wisst ihr selber. In der Natur gibt es so viele tolle Unterschiede. So, das hier an der Seite. Das ist ein bisschen platter, weil man sieht es ja von der Seite. Sieht ein bisschen, da sieht man dann so ein bisschen, wie fleischig die Blätter auch sind. Brandenburg an der Havel war das, ne, Katharina? Na, ist ja gar nicht so weit weg eigentlich. Wie gesagt, für heute ist eigentlich nichts angesagt, aber wir lassen uns überraschen. So, ich habe jetzt hier unten mit den drei Blättern angefangen. Das, was ganz vorne ist und die zwei seitlichen. Also die beiden hier. Und dann geht die Sukkulente quasi ein Stück dann nach oben. Wie gesagt, versucht perspektivisch nicht so akkurat zu sein, aber auch dass aber auch nicht alle Blätter gleich aussehen. In Steglitz regnet es gerade, sehr faszinierend. Ich bin hier in Mitte. Noch regnet es nicht, aber es ist dunkel. So, ich habe jetzt hier quasi die zweite Reihe. An den Blättern. Und jetzt geht es noch, hier mache ich noch einen. Wo machen wir das? Ja, wir fangen erstmal innen hier an. Ist dann hier in der Mitte quasi, ist dann quasi das, was man hier von oben sieht, ne? Das, diese ganzen weißen Umrandungen, die hier drin sind, die erkläre ich euch auch noch. Das ist dann quasi jetzt die hintere Reihe.
Ihr könnt die Blätter auch spitz machen, ihr könnt sie rund machen. Es gibt ja verschiedene Sukkulenten. Ich kenne mich jetzt mit den Arten der verschiedenen Sukkulenten nicht so gut aus. Meine Sukkulente, die kann ich euch ja gleich mal zeigen, die hier auf meinem Fensterbrett steht, weil die sieht nämlich sehr, sehr traurig aus. Aber naja, wollen wir nicht weiter drüber reden. Versuche jetzt die Skizze auch so zu halten, wie ich sie da drauf habe. Das sieht so ein bisschen aus wie eine Blume, ne? Aber ich habe sie jetzt versucht, danach zu richten. Ich würde jetzt hier noch ein Blättchen ran machen und hier hinten vielleicht noch eins. Ich halte das mal ganz kurz hier vor, dass ihr euch, wenn ihr wollt, vielleicht auch einen Screenshot machen könnt, wenn das jetzt gerade irgendwie möglich ist. Ihr noch eine Vorlage habt, wenn ihr nicht mitzeichnet gleich. So. Jetzt würde ich sogar diesmal einen hohen Topf machen anstatt einen flachen. Ihr seht ja hier den flachen. Aber so, da gehe ich ein bisschen, weil die Sukkulente ist ja rund. Die Blume wollte ich gerade sagen. Aber der Topf, den ich habe, den ich in meinem Kopf habe, der ist auch rund. Und dann gehe ich so ein bisschen den Schwung hier mit und der Topf verschwindet dann hier hinten unter der Sukkulente. So, dann haben wir hier quasi, also ihr könnt gerne wie hier, wie, das ist dann wie bei einem, na, jetzt fallen mir die Namen nicht ein, Terrakotta-Töpfe, die haben ja meistens oben so einen Rand, ne? Aber muss man ja auch nicht machen. Es gibt ja auch hier auf meinem Fensterbrett stehen auch glatte Töpfe. Wie gesagt, über Töpfe muss ich ja euch hier nichts erzählen. So, so sieht jetzt die Sukkulente im Topf aus. Ich gebe euch eine Minute, dass ihr da noch fertig zeichnen könnt. Und quatsch euch einfach noch ein bisschen zu. Ja, ich bin ja auch gerade noch dabei, mein Brush Lettering und Hand Lettering Aufbaukurs fertig zu machen, quasi, den ich in Live-Online-Webinaren, also es wird kein Online-Workshop in dem Sinne sein, den man sich kaufen kann und dann angucken kann, wann man möchte, sondern der wird live sein, wie bei einem normalen Workshop, die ja sonst eigentlich in Räumlichkeiten stattfinden, finden die Workshops live quasi in eurem Wohnzimmer statt mit eurem Laptop. Und da bin ich gerade dabei, den Aufbaukurs fertig zu machen, fertig zu planen, vor allen Dingen den Guide, weil ich möchte euch, wenn dann gerne für diejenigen, die da mitmachen möchten, einen Guide mit an die Hand geben. Und so ein Online-Workshop hat ja auch die Vorteile, dass man nicht örtlich gebunden ist. Also ich bin nicht örtlich gebunden und ihr seid nicht örtlich gebunden. Und ja, genug geredet, gehen wir ans Werk. Wir beginnen als erstes, die Sukkulente zu malen. Und zwar nehmt ihr euch jetzt euren Grünton und euren Zweitton, den ihr ausgewählt habt. Also ich habe ja hier, wie gesagt, Olive Green und Gold. Meine Katze quäkt hier so ein bisschen, falls das stören sollte. Dann muss ich die Tür zumachen. So, dazu nehme ich meinen Pinsel in Größe 2 und Größe 0. Nochmal den einen packe ich hier weg. Ich habe ja hier Größe 2 und Größe 0. Die packe ich mir beide hierher. Also da versuche ich immer zu gucken. Also bei den großen Blättern brauche ich natürlich den größeren Pinsel und bei den kleinen Blättern benutze ich dann den kleineren Pinsel. So, legt euch am besten schon beide Stifte offen hin, denn damit ihr nicht immer die Kappen ab und ranmachen müsst. Dann nehme ich mir jetzt mal hier meine Pinselstütze. So, unten sind die Blätter natürlich dunkler, weil da unten natürlich der Schatten ist. Deswegen fange ich auch unten mit der Farbe an. Die könnt ihr da großzügig auftragen. Und die Farbe, die gebe ich nur so auf das untere Drittel, die Hälfte, so ungefähr. Dann mache ich meinen Pinsel ein bisschen nass, nicht zu nass. Ihr könnt es auch mit einem Wassertankpinsel machen. Und dann fange ich hier oben an der Spitze an. Ich wässere erst hier oben die Spitze. Arbeite mich mit dem Wasser so ein bisschen, mache natürlich die Ränder, versuche sie sauber zu machen.
also sauber mit dem Wasser, meine ich jetzt, mit lang zu gehen. Und dann gehe ich mit dem Pinsel rein und dann seht ihr schon, wie die Farbe sich hochzieht quasi. Gehe dann hier auch einmal unten mit dem Pinsel durch und ziehe die Farbe dann so ein Stückchen hier hoch. Und mit dem anderen Farbton, mit dem Gold jetzt hier, gehe ich nur mit dem Stift an sich hier oben eine Spitze rein und dann wird die schon Gold. Ich zeige euch das mal kurz im Nahen. Das verläuft natürlich auch noch. Ne? Und diese weißen Ränder, die ihr hier seht, bei den Pflänzchen, das entsteht natürlich dadurch, dass ich jetzt natürlich, es ist natürlich eine schnelle Arbeit in dem Sinne, ne? Und damit die Farben nicht ineinander verlaufen, was natürlich auch ein schöner Effekt sein kann, lasse ich aber immer so einen kleinen weißen Rand. Ja. Hier jetzt auch den Schatten, der ist ja eher hier unten. Dann fange ich auch wieder hier oben an. Die Spitze. Arbeite mich zur Farbe und vereine dann Wasser und Farbe. Genau das könnt ihr auch mit Aquarellfarben machen. Wenn mir zu viel Farbe am Pinsel ist, streiche ich die ab. Weil ich möchte gerne, dass es oben heller ist als unten. Und dann wieder hier in die Spitze rein. Je nachdem, wie viel Farbe ihr haben wollt, tippt ihr da einfach bloß mit dem Pinsel rein. Und dann habt ihr schon das zweite Blatt fertig. Also das ist eigentlich eine relativ fixe Arbeit. Also ich drehe mir das Blatt immer so ein bisschen, wie ich es brauche, ne? Wie gesagt, wenn ihr Fragen zwischendurch habt, dann immer raus damit. Den Bleistift, den ich hier benutze, nur noch mal so zur Info vorweg oder nachweg. Das ist ein Bleistift, der der wasservermalbar ist. Da ich kann jetzt natürlich nicht voraussetzen, dass ihr alle so einen Bleistift habt. Wenn die Bleistiftstriche zu stark sind, dann könnt ihr die natürlich wieder ein bisschen wegradieren, ne? So, und Blatt Nummer 3 ist fertig. Das heißt, wir haben den unteren Kranz hier unten schon fertig. Und ich finde, den Effekt, der kann sich doch schon sehen lassen. So, ich versuche natürlich auch immer auf den Seiten zu arbeiten, wo es schon getrocknet sein könnte oder angetrocknet sein könnte. Lass aber trotzdem immer noch eine Lücke. Weil die meisten Sukkulenten oder viele Sukkulenten haben ja auch so ein sehr hellen Rand, ne? Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal drauf geachtet habt. Ah, das ist immer so ein, das sieht so schön aus, wenn die Farbe sich mit dem Wasser vereint quasi. Und hier wieder. Kleines Tipp in die Spitze. Wie gesagt, ihr könnt dafür auch einen anderen Grünton nehmen, ne? Wenn ihr euch zu unsicher seid und mit dem Brushpen nicht auf dem Papier gehen wollt, könnt ihr euch auch eine Blending-Palette oder einen Teller oder was auch immer nehmen und den Brushpen hier draufmalen und die Farbe mit dem Pinsel dann auch auftragen, ne? Das ist natürlich auch eine Option.
So. Wir machen das gleich hier drin. Jetzt wechsle ich zum Beispiel den Pinsel, weil das Blatt ein bisschen kleiner ist. Also das Sukkulentenblatt. Ein Fussel am Pinsel. Jetzt habe ich den wieder zugemacht. Das ist so ganz automatisch, dass man einen Stift zumacht, ne? So, Blatt für Blatt gehen wir hier vor. Und dieser dunkle und helle ist natürlich halt auch der Effekt, den man dann erzielt, dass sich die Schattierungen halt schon eigentlich gleich automatisch bilden, ne? Das ist, man sieht halt, dass oben das mehr am Licht ist quasi als das hier unten. Also je nachdem, was ihr für Papier verwendet, kann man sich natürlich auch nicht ewig, aber ein bisschen Zeit lassen, um die Farbe zu vermalen. Es gibt natürlich auch Papier, wo sich ein bisschen fiese Ränder bilden. Und mit dem gelben Punkt setzt ihr ja quasi halt auch eine Spitze, wo das Blatt endet, ne? Oder wo es halt rausschaut. Ich habe zu diesem Thema Sukkulenten mit Brush Pens schon mal ein Video gemacht. Das findet man auf YouTube. Ist aber auch verlinkt unter meinem Blog auf meiner Website. Da kann man das auch sehen. Es ist natürlich im Zeitraffer. Aber das Video hier, das werde ich ja. Das speichere ich gleich noch. Also das kann man sich gleich noch danach angucken. Und ich werde das morgen auch noch hochladen und dann poste ich das morgen quasi noch. Quasi nur noch die hintere Reihe übrig. Ja. Wenn ihr zu viel Wasser hier drauf habt, dann könnt ihr das auch mit eurem Pinsel wieder einfangen. Ein- oder auffangen.
Es ist halt so still bei uns hier in der Wohnung. Unheimlich. Ich weiß gar nicht, ob ihr mein Radio nebenbei hört. Es hört sich heute so laut an, obwohl ich das sehr leise eingestellt habe. Mal gucken, wo ich hier lang gezeichnet habe. Habe ich mal kurz ausgemacht. Das ist gerade nicht meine Musik. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber bei mir bilden sich hier auch so ein bisschen die Ränder mit den Farben, was ich eigentlich ganz attraktiv finde, weil das irgendwie die Pflanze noch einzigartiger macht. So, ich habe jetzt die hier gemacht und ich gehe jetzt direkt an die hier ran und ich hoffe, dass ich jetzt nicht reinkomme hier mit Brushpen oder Pinsel. Und ich komme jetzt schon am letzten Blatt an. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ich streiche meinen Pinsel zum Beispiel auch nur am Wasserglasrand ab. Und nicht immer am Tuch, weil ich will den Pinsel ja eigentlich auch nicht ganz trocken haben. So, jetzt können wir die Stifte zumachen. Denn mit den Blättern sind wir fertig. Gefällt mir richtig gut. Ja. Kann sich sehen lassen. Ich bin auf eure Ergebnisse gespannt. So, womit fangen wir an? Ich fange mit dem Topf an. Ich mache den in derselben Farbe wie hier oben. Und zwar setze ich jetzt den Stift genauso da auch an, wo der Topf ein bisschen dunkler ist. Also auf jeden Fall setze ich hier hinten in den Ecken an. Kann ich gleich schon so ein bisschen die Topfform nachgehen. Und bei mir ist der Topf jetzt hier am Rand dunkler und gehe jetzt, also hier vorne ist bei mir heller. Da sage ich jetzt einfach mal, da kommt das Licht drauf. Also hier unten setze ich natürlich noch den Rand, den kann man hier oben auch setzen. Der muss ja nicht so dick sein. So, da könnt ihr euch jetzt natürlich noch einen dickeren Pinsel, wenn ihr wollt. Also da mache ich jetzt auch erst die Mitte so ein bisschen nass. So, und dann lassen wir die Farbe reinlaufen. Ein bisschen Wasser aufnehmen. Ruhig zwischendurch sauber machen den Pinsel. Ich will ja das Helle hier vorne behalten. Das geht dann auch ganz fix. Der Topf fertig quasi. Das lassen wir mal ganz kurz ein bisschen antrocknen. Ihr könnt mit dem Wasser hier seht ihr jetzt schon, jetzt bilden sich hier so eine Kränze von dem Wasser. Die kann man auch noch so ein bisschen, es wird nicht ganz weggehen, aber ein bisschen sauberer der Übergang. Ihr könnt natürlich auch, damit sowas verhindert ist, die Farben komplett nochmal mit dem Pinsel nachgehen. Ne? Nur dann hält hier in der Mitte nicht so. Aber mir gefällt es ganz gut so. Wie so ein schöner Lichtschein, der da vorne drauf strahlt. Machen wir ein bisschen näher ran.
So, und dann habe ich ja hier zwei Töne und ich gehe, also es sind, das eine ist nicht mal so ein Braunton, das ist eher so ein, ich weiß auch nicht, so ein bisschen braun, lila irgendwie, weiß auch nicht. Aber das habe ich, also ich, hier brauche ich jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt gar keinen Pinsel hier mehr verwendet, hier habe ich jetzt einfach quasi nur diese weiße Lücke hier unten ausgemalt. Ihr müsst jetzt mit dem Topf nur ein bisschen aufpassen, wenn die Farbe nämlich noch nicht richtig trocken ist. Weil an die Pflanze könnt ihr rein theoretisch schon rangehen, die müsste trocken sein. Lass mal zum Topf noch ein bisschen noch so ein bisschen Platz. Und dann mache ich das hier einfach mit dem Brushpen aus. Ich glaube, es fängt an zu regnen. Quasi mit dem ersten Braunton. Und der hier ist ein bisschen dunkler und da setze ich, gehe ich, also da setze ich halt einfach auch nur nochmal Effekte, ne? Also hier in der Ecke ist er eh ein bisschen dunkler und dann gehe ich hier an der Sukkulente lang, da ist er auch ein bisschen dunkler. Also da verteilt, dadurch, dass die Brushpen-Farbe noch nass ist, verteilt sich die Farbe ziemlich gut. Und dann gehe ich hier den weißen Streifen, der hier übrig geblieben ist, nochmal lang. Das ist jetzt nicht perfekt, ist auch noch nicht ganz trocken, aber ist jetzt nicht so schlimm. Aber eigentlich sieht es ja ganz. Fertig. So schnell, relativ schnell, also noch nicht mal eine halbe Stunde haben wir jetzt dafür gebraucht. Das müssten wir auch locker noch den anderen schaffen. Ja. Seid ihr zufrieden mit eurem Ergebnis? So, ich tausche das jetzt mal hier. Die beiden sind ja fertig. Also das war die Vorlage. Das haben wir jetzt gerade gemacht. Schick. Schick, schick. So, ich leg das jetzt hier drüben zum Trocknen hin. So, jetzt nehmen wir hier die Sukkulente von oben. Die lege ich jetzt auch hier oben hin. Dass ihr da eine Vorlage habt. So, hier fangen wir zum Beispiel auch von innen an. Also hier bei dem haben wir ja auch quasi eigentlich in der Mitte angefangen, ne? Auch hier das Vorzeichnen fängt hier auch in der Mitte an. Sicherlich könnte man das noch ein bisschen filigraner machen. Ich glaube, ich mache jetzt auch gar nicht so viele kleine Blätter. Ich mache, glaube ich, mehrere große Bretter. Mehrere große Bretter. So, in der Mitte fange ich an mit so einem Halbmond-Oval, so ein bisschen. Also so hier. So quasi, das ist das, was man von oben sieht, ne? Und dann fange ich einfach an irgendeiner Seite an, das erste Blatt ranzumalen. Und ich drehe das dann immer so und setze das jetzt auch nicht im Uhrzeigersinn oder da hört das eine Blatt auf und da fängt das andere Blatt an. Ich versuche das so wirklich frei. Schnauze auf gut Deutsch, hier irgendwie ranzusetzen, so wie es gerade passt. Wie gesagt, ich mache das jetzt ein bisschen größer, als das hier oben ist. Sieht zum Anfang ein bisschen lustig aus. Hier auch könnt ihr auch die Blätter rund machen. Wie gesagt, es gibt ja auch so runde, sukkulenten Blätter. So, hier seht ihr jetzt schon, ne? Also ich versucht es ein bisschen unsymmetrisch zu machen. So, ich komme mal ran, zeige euch das mal kurz. Also ich versuche da keine Symmetrie reinzubringen, weil selten wachsen Pflanzen symmetrisch. Manche Blätter sind bei mir auch ein bisschen spitzer. Manche ein bisschen runder oder hier ein bisschen glatter und hier ein bisschen runder. Ja, jetzt hat es angefangen zu regnen.
so riesig machen. So, machen wir hier noch eins ran. Hier noch und hier noch einer. So. Dann habe ich meine fertige Sukkulente. Dankeschön, Buchstabenliebe. So, hier verhält es sich eigentlich auch genauso. Wo habe ich jetzt die anderen Stifte? Da oben. Also, ich wiederhole auch hier nochmal. Hier habe ich auch einen Grünton. Ich habe Lush Green von den Karin Markers und Burgundi. Ihr könnt auch hier auch nochmal das Gelb nehmen oder auch einen anderen Grünton oder. Also die Varianten sind da echt vielfältig und offen. Aber hier verhält es sich genauso. Also wir fangen aber hier diesmal von innen an. Aber vom Prinzip her ist es gleich. Also wir setzen innen mit der dunklen Farbe an. Ich mache mal hier schon das Burgundi auf. Die vermale ich gar nicht. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Die habe ich, glaube ich, gar nicht mit Wasser vermalt. Doch, ein bisschen. Also hier wirklich nur ein Strichlein rein. Deswegen, es macht sich unpraktisch, wenn die zu klein gemalt sind. Und dann setze ich hier oben auf die Mitte, weil das Blatt sieht man ja quasi von oben, wenn man drauf kommt. Also setze ich hier oben in die Mitte einen Burgundi-Punkt. Und dann fange ich an. Und hier lasse ich genauso, ich zeige euch das mal hier kurz, hier seht ihr ja auch die weißen Ränder, ne? Die lasse ich jetzt hier auch, weil sonst die Farbe verläuft, weil ich ungeduldig bin und das nicht trocknen lassen möchte. Aber das ist nicht nur der Grund, dass ich es trocknen lassen möchte, sondern die meisten Sukkulenten haben recht helle Ränder. Und das ist der Effekt, den man damit rausholen kann. Also, oder viele Sukkulenten. Ich lehne mich da ziemlich weit aus dem Fenster, wenn ich sage, die meisten Sukkulenten, weil ich absolut gar keine Ahnung habe von Sukkulenten. So, aber ich fange jetzt hier einfach mal an. Und hier mache ich auch immer ungefähr ein Drittel. Ein Drittel vom Blatt mache ich mit dem Brushpin. Dann fange ich auch wieder mit dem Wasser an der Spitze an. Jetzt gerade noch ein bisschen Wasser aufgenommen. Dann vereine ich Wasser und Farbe. Die Farbe raus. Und mit Burgundi mache ich hier wieder die Spitze. Und da läuft die Farbe dann auch schön rein. Dadurch, dass ich Rechtshänder bin, drehe ich mir das Blatt natürlich immer so, dass ich mit rechts gut rankomme. Und hier auch wieder in die Spitze das Wasser. Und Wasser und Farbe vereinen. Ein bisschen trocken. Bei dem Motiv kann man leicht vergessen, wo oben und unten ist. Also entweder euch ist es egal, wenn ihr das mittig macht, oder ihr schreibt euch irgendwo was hin oder macht mit dem Bleistift bloß einen Strich für unten oder oben. Falls ihr das wissen möchtet, wo das ursprünglich angefangen hat. Ich habe es mir jetzt bloß gemerkt, weil die Mitte der Sukkulente mit dem Halbmond, da habe ich mir das gerade versucht zu merken. Und wieder die Spitze.
Spitze. Also umso mehr ihr hier natürlich drauf tippt mit dem Brushpin, umso mehr Farbe kommt natürlich raus, ne? Also es kann dann auch sein, dass das vielleicht mal so passiert, dass es dann ausläuft wie hier. Kann man natürlich auch bei allen so machen, ne? Also ich könnte jetzt zum Beispiel auch mit dem Pinsel diese Farbe hier noch vermalen und dann kriegt ihr diesen Effekt hier raus. Wie mit diesem hellen Blatt hier, ne? Das hier. Aber ich möchte das nicht. Ihr könnt das gerne machen. Ich möchte das jetzt gerade hier bei der nicht. Auf der anderen Seite. Und mit der zweiten Farbe könnt ihr auch natürlich bestimmen, wie spitz euer Blatt ist. Wie spitz oder rund. So. Ja, das machen wir jetzt bis zum äußeren Rand so. Kann auch eine sehr meditative Arbeit sein. Hier jetzt zum Beispiel, ne, da gehe ich jetzt natürlich auch hier ran, weil der Schatten von der Sukkulente ja dort geworfen wird. Deswegen gehe ich das dann auch so nach, ne? Wenn ihr jetzt müsstet ihr eigentlich sehen, also je nachdem, wie groß euer Wasserglas auch ist, dass die oder ihr den Pinsel nicht richtig ausgewaschen habt, dann ist das Wasser so ganz leicht grünlich. Dann seht ihr natürlich auch schon, wo ihr das Wasser angesetzt habt, weil mit dem ganz klaren Wasser ist es immer natürlich schwierig, ne? Gar keine Fragen heute. Recht wenig Zuschauer heute hier. Dabei ist doch halt gar nicht so schönes Wetter. Aber wie gesagt, ich speichere das ja nochmal ab und dann könnt ihr euch das auch später nochmal anschauen.
könnt auch jegliche Brushpins dafür nutzen, ne? Also die meisten Brushpins, die sind ja eh auf Wasserbasis. Und da könnt ihr so gut wie alle dafür nutzen. Wenn ihr das hier oben versehentlich ein bisschen zu dunkel habt, macht den Pinsel trocken. Und dann könnt ihr hier quasi so ein bisschen Farbe rausziehen, weiß nicht, ob ihr das seht. Fängt auf jeden Fall nicht zu klein an. Also ich habe mich jetzt auch bewusst nochmal für größere Blätter entschieden, weil das halt einfach einfacher ist. Klein könnt ihr immer noch machen. Aber wenn ihr das das erste Mal macht, dann nehmt die Blätter ruhig ein bisschen größer. Ich begleite heute irgendwie schon den ganzen Tag so eine kleine Fliege. So eine Eintagsfliege oder was auch. Nee, Eintagsfliege ist es nicht. Diese Fliegen, die auch auf so Neonfarben gehen, obwohl ich heute einen weißen T-Shirt anhabe. Aber die begleitet mich hier heute schon. Da. Die begleitet mich schon den ganzen Tag heute, habe ich das Gefühl. So. Zeit nicht vergessen, Zeit im Auge behalten. Ach, das sieht immer so schön aus. Muttertag. Ich habe schon vergessen, was ich gesagt habe, dass du jetzt Muttertag schreibst. Ach so, wegen den Sonntag, der verplant ist. Ja. Ja, stimmt. Muttertag. Ja, und das habe ich natürlich nicht vergessen, aber man kann ja auch zusammen mit Mutti hier in meinen Livestream gucken. Also meine Mutti, die sehe ich erst. Also jetzt gerade momentan ist es ein bisschen schlecht, unabhängig von Corona, also ist es allgemein gerade ein bisschen schlecht. Weil ich müsste ja zu ihr hinfahren, wäre schon ein Tagesausflug wert. Aber wir fahren eh in anderthalb Wochen zu ihr, weil ich da Urlaub habe und da bleiben wir nämlich gleich ein paar Tage, weil wir haben uns dieses Jahr nämlich noch gar nicht gesehen. Und da nutzen wir dann gleich meine Urlaubszeit quasi. So. Machst du eigentlich fleißig mit, Lauren? Will ich ja auch gar nicht unterbrechen, falls du mitmachen solltest. Ihr seht auch, hier drehe ich immer das Blatt so, dass ich eine trockene Seite erwische. Manchmal passt das halt einfach nicht. Aber ich gebe mir Mühe, dass es so ist.
10 Minuten haben wir noch mal. Nicht mal. Nicht mal 10 Minuten. Ach so. Mal sehen, ob ich das schaffe hier. Weniger quatschen, mehr machen, wa? Die Devise. Na Logo. Sehr schön. Da freue ich mich. Sukkulenten. Kann ich euch irgendwas über Sukkulenten erzählen? Dadurch, dass ich keine Ahnung von Sukkulenten habe, glaube ich nicht. Aber ich zeige euch mal kurz mein trauriges Werk an Sukkulente. Meine echte Sukkulente. Mit Malen bin ich ganz gut. In Malen, die halten auch schön lange. Aber schaut euch meine traurige Sukkulente an. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass die da in der Mitte richtig schön gesund wieder rauskommt. Naja, gucken wir mal. Warten wir mal ab. Wenn ihr mir ein paar Tipps schickt, dann klappt das vielleicht wieder. Vielleicht erholt die sich ja nochmal. Meine Mutti hat sich zur gleichen Zeit, ich habe mir die, glaube ich, die überlebt schon recht lange. War das dieses Jahr? Entweder war das Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres, dass ich mir die zugelegt hatte. Und da habe ich meiner Mutti gleich gesagt, weil die gab es nämlich bei Lidl. Piep, Werbung. Und dann haben wir die uns quasi fast zeitgleich gekauft. Und meine Mutter so, ach, also bei mir kommt die ganz gut. So, sieht ganz gut aus. Ich so, ja, meine nicht. Ich habe es probiert mit Phasen ohne Wasser oder mit wenig Wasser. Jetzt habe ich eine Zeit lang, na viel nicht, aber ein bisschen regelmäßiger gegossen. Ich glaube, ich bleibe einfach dabei, Sukkulenten zu malen. Die halten länger. Ja, also wer jetzt hier reingeschaut hat und mitgemacht hat und auch später vielleicht noch reinschaut, ich habe in meinem Profil ein paar Links. Und da ist unter anderem auch meine Kaffeekasse verlinkt. Wenn ihr mich gerne unterstützen wollt oder euch das hier gefallen hat und euch ein bisschen was mitnehmen konntet, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir ein kleines Trinkgeld in der Kaffeekasse da lasst. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn wir jetzt hier gleich abbrechen, ohne dass ich mir das mit euch fertig mache. Also ein paar Minuten haben wir noch. Ich gebe mir schon Mühe, dass ich das hier relativ fix mache. Aber ich denke, ihr würdet es auch alleine schaffen. Weil, wie ihr merkt, ist das gar nicht schwer. Außerdem muss ich dann, glaube ich, auch erstmal gleich was essen. Ist ja schon Abendbrotzeit, ne? Ja. Unterbreche ich euch in eurer Abendbrotzeit vielleicht sogar noch. Liebe das.
das, wenn ich mit dem nassen Pinsel durch den Rand der Farbe gehe und sie sich mit dem Wasser verbindet. Ich finde, das sieht total toll aus. Dieser Effekt. Herrlich. Auch hier bilden sich bei mir ein bisschen Wasserränder, was mich wiederum nicht stört. So, drei Blätter noch. Drei Blätter, drei Minuten. Sollte zu schaffen sein. So, wieder hier. Ist mir ein bisschen zu viel Farbe in der Spitze. Nehme ich, mache ich meinen Pinsel trocken und nehme quasi die Feuchtigkeit hier oben aus der Spitze. Aber nicht zu trocken mache, sonst verläuft es hier nicht. So. Nee, verkehrt. So rum. Also. Ihr merkt, mit den Brush Pens kann man nicht nur Brush Lettering machen, sondern auch wirklich schöne kleine Illustrationen zaubern. Das wird nicht das letzte sein, was wir hier an Illustrationen mit Brush Pens machen. Wir sehen uns ja nächsten Sonntag nochmal. Auch wenn ich da direkt in den Urlaubsvorbereitungen stecke. Aber die Stunde nehme ich mir für mich und für euch. Aber da werden wir wieder was mit Lettering machen. Weil ich finde den Wechsel jetzt eigentlich die letzten Male mal ganz gut. Vielleicht fällt mir auch noch irgendein Do-it-yourself ein oder sowas. Das wolltet ihr ja eigentlich auch gerne sehen. So, letztes Blatt. Und dann habe ich es doch tatsächlich in der Zeit geschafft. Also wenn ich hier mit meinem Pinsel immer aus dem Bild verschwinde, ich streiche den immer an meinem Tuch hier ab. So. Nee, der hier. Ta-ta-ta-ta! Stifte zumachen. Pinsel auswaschen. Fertig. So. Ja, kann sich das sehen lassen. So, wie gesagt, Hashtag Sonntag mit Lillis, falls ihr es postet. Ich poste meins erst morgen. So, das haben wir jetzt gerade gemacht. Und das habe ich schon vorbereitet gehabt. Aber mir gefällt die sogar fast ein bisschen besser als die hier. Ja, also wir haben halt gezaubert zwei Sukkulenten aus zwei verschiedenen Perspektiven. Eine von oben und eine von der Seite im Topf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich danke euch auch, dass ihr zugeschaut habt. Und wie gesagt, morgen poste ich auch das ganze Video. Dann könnt ihr euch das gerne auch nochmal abspeichern und könnt immer wieder mal reinschauen. Ich wünsche euch... Ach, alles gut. Ich verstehe das schon. Ich bin selber... ich habe selber Wortfindungsstörungen. Ich wünsche euch auf